Zack und Zack, ja. So, ich habe ein Paket bekommen. Das Paket befindet sich laut Meinung des Zolls illegal in meinem Besitz. Zollsendung, die Sendung darf nur an ein Zollamt ausgeliefert werden, nicht an den Empfänger zustellen. Zustellerinformationen waren die Voraussetzung des Artikels 9 und 10 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft nicht erfüllt. Angeblich haben die auch meine Adresse da nicht richtig drauf getan. Was ich noch sehen kann, ist, dass es richtig ist. From Essendia 701 Ashland Avenue, BLDG 24 Suite 3, Fallcraft PA 19032, United States. Ja, mit dem Öffnen dieses Paketes, das sich auch schon im Pentagon gefunden hat, mit den Rammsteinen vermutlich, da weiß ich es aber nicht. Ich weiß aber, dass es einmal durchs Pentagon musste. Warum das hier abgeschmissen ist, weiß ich nicht. Ja, ich bewahre es auch mal auf. Das muss ich auf jeden Fall aufbewahren. Das kommt in den Postsack. Der Postsack muss hier auch liegen bleiben. Ist alles ein bisschen schwierig. Kabel mehr kann ich jetzt schon sehen. So. United States Postal Service. Ja. So sieht übrigens ein Original US-Postzettel aus. Schaufenberger Weg, Solingen, Nordrhein-Westfalen 42659, Germany. Wenn man dazu kommen kann, dass die Adresse falsch ist. Ich weiß es nicht. Eine Verzweiflungstat des deutschen Zolls. Übrigens, ich bin arbeitssuchend und ich kann von meiner Ersparnis mein Leben nicht zu Ende bestreiten. Es wäre daher schön, wenn der Zoll mir endlich mein Werkzeug geben würde. Dann könnte ich anfangen, Möbel zu bauen. Danke. Physicians Desk Reference PDR 66 Edition 2012 and it's FDR Dear Healthcare Professional. Nur gibt es hier irgendwelche Identitätsstempel oder? Keinerlei Stempel von Ärzten. Aber jede Menge Bilder von Medikamenten. Damit man auch weiß, was das ist. Und wie das auszusehen hat.
es sind Originalstühle abgebildet mit dem Filter. Tada! So, das kommt alles da rein. Hier der Plastikteil. Wenn ich das in den Keller, wenn ich hier noch halb bisher habe, kann ich es nachbauen. Das Buch liegt hier und wirkt. Es sind amerikanische Medikamente drin, ich muss es aber besitzen. Und es sind die Originalzulassungsstudien da drin, glaube ich. Mit den Zahlen Placebo, Person of Penal, ja. Du hast es immer ziemlich kritisch. Wir werden sehen. So, ich darf jetzt hier Medikamente herstellen. Also ich durfte es schon vorher mit den Herbal Drugs Büchern. Die muss ich mir auch doppelt kaufen, das brauche ich noch einmal. Es liegt hier und es wirkt. So. Ähm.